jeder, glaube ich, empfindet etwas oder will sich künstlerisch ausdrücken. Aber die Kunst ist das, wie transportiere ich das? Wie vermittle ich das? Für mich war es eben immer die Klarinette, die mich fasziniert hat. Der Klang und die Farbigkeit, die Flexibilität des Instrumentes. Und ich konnte mich damit eben am besten musikalisch ausdrücken. Also gerade als Solist, ich stelle mich nie da vorne hin und sage, höher dein Anspruch ist an den Klang, desto wichtiger wird das Material. Das ist jetzt Grenadil. Das ist unglaublich schwer und unglaublich hart. Also wenn du da reinbohren willst, du brauchst einen Betonbohrer. Ne? Im 18. Jahrhundert ja nur die europäischen Hölzer gehabt. Ne? Die hatten ja noch nicht die Importe aus Afrika in dem Sinne. Und die härtesten europäischen Hölzer sind nicht Eiche, sondern das ist Rose, Rosenholz und Buchsbaum. Das ist 100 Jahre oder 90 Jahre abgelagertes Holz, wurde gefunden in Südfrankreich in einem Kloster. Und das ist schon ein anderer Klang. Also es hat einen anderen Schmelz. Ich mache sehr gerne kleinere Kammermusik darauf, weil es einen schöneren Klang hat, eine Verbindung mit den Streichern. Sie sind ja dieses ganze Metall nicht dran, das wiegt unheimlich viel, ja. Und dann ist es natürlich Buchsbaumholz, was wesentlich leichter ist als dieses schwarze Grenadil. Und dann hast du ein federleichtes Instrument in der Hand, ja. In der Ansprache. Und wenn du dann spielst, merkst du, das spricht unglaublich gut an. Also man hat immer an der Klarinette natürlich auch an allen Instrumenten versucht, was zu verbessern. Es gibt B- und A-Klarinetten, die sind beide normal in dem Sinne. Ja? Das ist die ganz normale A-Klarinette und hier haben wir das Bassetthorn. Man sieht ja, das ist viel, viel größer als eine Klarinette. Das ist auch viel tiefer, das ist in F gestimmt und nicht in A. Und das Bassetthorn ist zu Mozarts Lebzeiten erfunden worden und hatte von Anfang an eine Besonderheit, und zwar 4 Töne mehr als die Klarinette. Man sieht das hier, diese 4 Klappen. Und Mozarts bester Freund Anton Stadler, der ja damals der beste Klarinettist war, der hat sich gedacht, man könnte ja diese 4 Töne, die hier mehr sind auf dem Bassetthorn, auch an die Klarinette ranbauen. Und dann hat er sich eben eine ganz normale A-Klarinette, wir haben hier jetzt die Bassettklarinette, die hat er einfach um die 4 Töne verlängert. Und das nennt man Bassettklarinette. Das sind die 4 Töne. Also ja. Das war einfach eine tolle Idee, mhm. Ne, dass sie gesagt haben, Mensch, warum machen wir nicht die Bassetttöne mal an die normale A-Klarinette ran? Und schon hat man einen unglaublichen Tonumfang von fast 4 Oktaven. Du kannst dann ein Massenprodukt herstellen, das ist sehr billig. Und du könntest eben auch ein Klasseprodukt herstellen, das ist dann sehr, sehr teuer. Ne? Und wir sind froh, dass wir da eine Firma haben, die sehr, sehr gutes Holz hat. Und formen kann. Und das war immer was Besonderes. Und, ja.